Ja, Hallöchen und wieder willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's Play Minecraft Infinity. So, ich musste gerade mal hier mein Ding herkramen, mein Audio-Interface und die Musik. Ist ein bisschen zu laut gewesen, habe ich gerade mal ein bisschen volumisiert. Ja, es hat sich wieder einiges getan. Ich habe einen neuen Skin und es ist Herbst geworden draußen. Yay, es ist Herbst. Juhu! Genau, hier meinen Hof habe ich noch ein bisschen angepasst. Sieht so, finde ich, viel besser aus. Ich habe auch ein bisschen Glowstone platziert, damit hier alles schön beleuchtet ist. Spawn tut ja eh nichts, aber ist ja schön, wenn es beleuchtet ist, ne? So. Muss ich mal gucken, vielleicht kann ich noch ein paar Lampen oder so zaubern. Mal schauen. Ich habe hier oben den Dachboden ein bisschen restauriert. Durch das Fenster kann man jetzt nicht mehr so gut durchsehen. Aber, ja, geht nicht anders. Ist ein bisschen blöd, dass es keine Connected Textures hat. Hier drüben, da habe ich noch nichts gemacht. Und, ja, das hier ist neu. Nur damit ihr Bescheid wisst, habe ich einfach mal Offscreen gemacht, weil mir irgendwie langweilig war und ich wollte irgendwas machen. Und, ja, ist ja jetzt auch nichts Weltbewegendes. Hat man ja schon gesehen, wie ich das Dach gebaut habe. Ja. Weil in der Aufnahme denke ich dann meistens nicht dran, weil ich immer was Besseres zu tun habe, so wie heute zum Beispiel. Ich möchte nämlich heute die Igneous Extruder upgraden und auch die Recycler und allgemein die Scrapbox Produktion, damit wir ein bisschen mehr Yulometer bekommen. Und die Solarpanels will ich automatisieren und ich will eine größere Crafting Storage machen. Apropos, wo wir schon dabei sind, kann ich hier gleich mal gucken. Wir haben hier schon drei Stück, ne? Eins, zwei, drei. Gut. Ja, da muss ich jetzt gerade mal mit Stein auffüllen. Stein. Und ja, mal gucken, was wir noch so machen. Also das will ich auf jeden Fall erledigen. Die Sache wird nur die sein, dass das vermutlich ziemlich lange dauern wird. Und mal gucken, was wir in der Zwischenzeit machen. Ich denke, ich starte jetzt erstmal die Automatisierung. So, mal gucken. Genau, das hier brauchen wir. Ich habe hier auch mal Blank Pattern gemacht, denn wir werden heute jede Menge automatisieren. Vielleicht brauchen wir auch noch einen neuen Molekular-Assembler, denn es sind nur noch drei ME-Interface frei. Wie man hier sieht, 1, 2, 3. Das heißt, 3x9 Rezepte haben wir noch. Und das könnte ein bisschen eng werden. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ich denke, ja doch, ich mache jetzt die Dinge. Ich sage immer, ja, ich mache das jetzt und dann überlege ich es mir jetzt doch nochmal anders. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal die Dinger hier, die Crafting Unit. Jawohl, da haben wir gleich alles da. Da können wir das automatisieren. Perfekt. Ja gut, das Rezept, das brauche ich jetzt ja eigentlich nicht machen. Ich meine, das kann ich auch selber machen. Das ist kein Problem. Da muss ich bloß mal kurz gucken. Ich habe mir nämlich da was auf die Notizen geschrieben. Auf mein Notizdokument. Und zwar brauchen wir 8x Crafting Crew Processing Unit. Wir brauchen 16x 4K Crafting Storage, 4x 16K Crafting Storage und 36x64K Crafting Storage. Ja, das ist eine ordentliche Bestellung. Das heißt, wir brauchen 36 und 4 sind 40. Sind 6, also sind 50, ne 40, plus 16 sind 56, plus 8, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ja genau, ein Stack. Dann würde ich sagen, machen wir die direkt mal. Einen Stack. Das hauen wir mal dahin, die können wir auch dann wieder rausschmeißen, weil die bauen wir dann eigentlich nicht mehr. Und dann machen wir uns mal einen Stack.
Crafting Unit. 64. Und Start. Okay, in der Zwischenzeit, während das da vor sich hin craftet, mache ich mal den Stein raus und lege das Ganze mal hier hin. So. Dann gehe ich mal hier runter und dann können wir eigentlich hier schon mal ausheben. Dann nehmen wir mal den Hammer, den Magneten. Und dann muss ich kurz gucken, weil das kommt nämlich hier in die Mitte. Und dann muss ich kurz schauen. So, das da und das da. Genau. So, das ist dann 2x2. 2, 3, 4, 5, 6. So. Und das Ganze muss dann natürlich noch... zwei in die Richtung. Und zwei in die Richtung. So, das ist dann eigentlich 6x6, oder? Kurz hier das Maßband rausnehmen. Das wollte ich jetzt nicht. Genau, 6x6, das sind 36. Oh, ich habe ja... Naja, das war ja klar. Ich habe ja hier noch 3 Stück übrig. Die kann ich gleich mal platzieren. Da muss ich dran drauf achten, dass ich 3 64Ks weniger bestelle. Wenn ihr euch fragt, warum ich das Ganze hier mache, das hat den ganz einfachen Grund. Und zwar habe ich ja das Ultimate Solar Panel hier automatisiert. Und wenn ich jetzt eins davon bestellen will, dann brauchen wir 2,3 Millionen Bytes. Und ja, das packt natürlich momentan keine Crafting Storage, die wir haben. Und das Ganze ist noch nicht mal alles, weil ich habe ja jetzt schon Sand und Glas verfügbar. Ich habe ein bisschen Glas abgebaut, ein bisschen zu viel Glas. Und wenn wir jetzt halt weder Sand noch Glas haben, dann muss er hier Cobblestone einlagern, dann muss er Cobblestone zu Sand machen und Sand zu Glas. Und dann sind wir, glaube ich, bei 2,6 Millionen Bytes. Und dafür will ich mir eben eine fette Crafting Storage machen. Ja. Das ist eigentlich auch schon alles. Geduld 47. Ich müsste vielleicht mehr Inscriber machen, aber... egal, das können wir jetzt eigentlich noch abwarten. Bauen wir 36 und noch eine Reihe. Ja, noch eine Reihe müssen wir machen. Weil 36 mal 64 reicht nicht. Und deswegen müssen noch ein paar, müssen noch die 64, naja, die 16K und die 4K mit rein. Und das Ganze muss ja, damit es zu einem Multiblock wird und funktioniert, muss das Ganze ja viereckig oder rechteckig sein. Also wenn in dem Viereck jetzt halt ein Block fehlt, dann funktioniert der Multiblock nicht. Und deswegen muss ich den Rest eben mit Q-Processing Units ausstopfen. Das Ganze habe ich mir beim Starkiller zurecht gedacht, weil ich war ja bei dem 3 Tage, da haben wir Yoshi's Woolly World aufgenommen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Nicht wundern, wenn ich teilweise extrem ruhig bin, weil ich weiß nicht, was da mit mir los war, aber auf abends, wo wir dann aufnehmen wollten, immer hat es mich einfach zerlegt. Ich war todmüde, als, keine Ahnung, hätte ich den ganzen Tag Schwerstarbeit auf einer Baustelle geleistet. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich verstehe das irgendwie nicht. So. Das war irgendwie ganz komisch. Du craftest jetzt hier deine Sachen, ne? Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich bräuchte einen Import-Bus. Denn ich will ja auch die Dinge automatisieren, die EU-Solarpanel. Und dafür brauche ich den Molekular-Assembler. Den poppt man einfach hier so ein ME-Interface oben drauf. Dann werden die Sachen nämlich oben reingelegt. Und... hier hinten oder an irgendeine von den 4 Seiten. Da kann man die Dinger mit einem Import-Bus wieder rausziehen. Ich könnte eigentlich eine Conduit machen, aber... wo pumpe ich das dann hin? Na, ich mache einfach einen Import-Bus. Muss jetzt kurz warten, bis das zu Ende ist. Währenddessen können wir hier den ganzen Scheiß mal wegreißen.
Ah ja, nee, das lasse ich mal da. Dann nehmen wir die Jetta Wrench. Und reißen den ganzen Mist hier mal weg. Zack, 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 zack. Oh. Ja, das ist jetzt a Bushy Blade. Tschüss. So. Für die brauche ich das und das hier. Mode Lossless. Okay, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich habe auch mal die Sounds abgeschalten, weil mir das immer zu laut war, die Recycler hier. Aber jetzt, wo ich die umstelle, sollte das kein Problem geben. Weil ich will die nämlich nicht nur upgraden, sondern auch in die Farmwelt umstellen. Eben aus dem Grund, dass die Geräusche weg sind. Und der Grund, warum ich die Geräusche anhaben will, ist, dass mir die Geräusche eigentlich ziemlich gefallen. Außerdem weiß ich nicht so wirklich, wie ich die hier anschließen soll. Denn über uns ist ja direkt der Garten. Obwohl, da könnte ich eigentlich ein Solarpanel hinstellen. Ja gut, jetzt habe ich es weggerissen. Jetzt ist auch egal, jetzt stelle ich die einfach in die Farmwelt um, dann kann ich wenigstens die Sounds anmachen. Weil ich habe nämlich schon Soundmuffler probiert, die funktionieren leider nicht bei Industrial Craft Maschinen. Moment mal, da kann ich doch hier auch die Jetta Wrench benutzen, dann geht das schneller. Die Conduit hier, die kann ich ja mal lassen. Da werde ich dann wahrscheinlich einen Tesseract hinstellen, dass die Dinger rüberkommen, die Scrapboxen. Ah, kann man eigentlich so machen. Ich baue hier trotzdem erstmal zu. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Und hier habe ich das Kabel ja getrennt vorhin, dass das schon mal alles aus ist. Okay. Gut. Dann wollen wir mal wieder auf Audacity gucken. Hallo, hallo, hallo. Okay. Lautstärke alles optimal. Muss man immer ein bisschen Auge drauf haben. Dann nehmen wir den Builder Swan zur Hand. So, zack. Zack. Dann zack. Zack. Genau, dann hauen wir hier wieder alles schön mit Stein zu. Perfekt. So, Builder Swan kann wieder weg. Der Hammer kann auch wieder weg. Was kann noch weg? Eigentlich nichts, ne? Dann schaue ich mal, da sind noch 9 übrig. Okay. Sollen sie sein. Das Maßband kann auch wieder weg. Das kann weg. Moment. Für das hier muss ich mir auch mal noch einen Platz überlegen, wo ich das hinstelle. So. Ist das auch wieder aufgeladen, dann kann das hier auch weg. So, Overclocker-Upgrades werden wir noch ein paar brauchen. Die können wir eigentlich direkt mal anschmeißen. Lol, habe ich hier wieder zugebaut. Was ist denn da los? Da brauchen wir hier unser Coolant Drum. Das habe ich ja mal volllaufen lassen. Brauche ich noch eine Fluid Conduit. Oder saugt der rein? Ich weiß es gar nicht.
da los. Tschüss. So, Extract always active. So, dann geht hier Coolant rein. Dann können wir die... die Dinge automatisieren, die... na, die Overclocker. Beziehungsweise können wir die herstellen lassen. Macht er gerade noch was? Nee, er ist fertig. Okay. 20 Stück habe ich bereits. Ich brauche für 10 Maschinen 8 Stück, das heißt 80. 20 habe ich schon, das sind 60. Okay, dann mach mir mal bitte 60 Overclocker Upgrades. So. Okay. Dann hat er die Crafting-Dinger fertig. Crafting-Unit. Gut, da haben wir jetzt einen Stack, den wir eigentlich gar nicht brauchen. 3 Stück habe ich bereits, das heißt, ich brauche 33 von den 64k. Next. Und dann... jo. Starte. Jetzt rennt hier gleich das ganze Zeug durch, wahrscheinlich. 2 Crafting-Dinger nebeneinander. Ob das gut geht. Ja, die Molekular-Assembler sind ja beschleunigt. Das sollte kein Problem darstellen. Gut, dann laufen die 64K-Dinger durch. Muss ich überlegen, was machen wir so lang? Wir können die Igneous-Extruder ja mal upgraden. Ich hoffe, da ist jetzt nicht gerade der Ofen. Ne, der ist hier nicht in Beschlag. Okay. Elektrum. Brauchen wir 40 Stück. Und Invar brauchen wir auch 40 Stück. Und natürlich unsere Igneous Extruder brauchen wir. Die haben wir ja hier. Okay, verwenden. Elektrum Chia. 10 Stück. Jetzt müssen wir ganz kurz aufs Invar warten. Jawohl, da haben wir es schon. Und Upgrade. Na? Igneous Extruder Hardenet. Und jetzt brauchen wir noch diese Upgrades. Da muss ich mal kurz gucken, wie die heißen. Accelerant Extrusion. Igneous Catalyst. Und Pyrolastic Generation. Ja genau, das sind die. Und zwar, da haben wir jetzt Igneous Extruder Batch Size. Up to 16 Cobblestone per Operation. Genau, das ist das, was wir wollen. Und zwar, ich kann das ja ganz kurz mal erklären. Wenn das jetzt hier zusammenläuft, dann erzeugt es ja immer einen Cobblestone. Und wenn ich dieses Upgrade reinschmeiße, dann wird eben nicht mehr ein Cobblestone erzeugt, wenn das hier zusammenläuft. Sondern es werden 16 auf einmal erzeugt und damit produzieren wir mehr als genügend Cobblestone. Warum stackt sich das jetzt nicht, verstehe ich nicht, auch gut. Auf jeden Fall erzeugen wir mehr als genügend Cobblestone und da können wir pro Recycler einen Ding reinschmeißen. 8 Overclocker reinschmeißen, da kriegen wir so viel Scrap und so viele Scrapboxen, das kann der Mass Fabricator gar nicht alles verheizen. Da haben wir sogar Überschuss. Muss ich mal gucken, dass wir die dann irgendwie öffnen, den Mist wegschmeißen und dann sowas wie Diamanten und das alles natürlich behalten. Können wir mal gucken, habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Ah, ich will jetzt hier gar nicht groß rum. Ich will jetzt hier gar nicht große Reden schwingen.
Ja, gerade eben hat er sie noch gefunden. Komisch, Ed Thermal. Wo war denn das? Das war das hier, ne? Genau. Dafür brauchen wir 40... 40 Bronze. Hey, Bronze. Bronze 40. Zack, hat er direkt gemacht. Dann... Es ist so blöd, dass man nicht unabhängig voneinander suchen kann. Ich weiß, ich kann die GUI-Größe kleiner stellen. Dann habe ich hier unten die Suchleiste von Not Enough Items. Es gibt hier auch so eine Funktion. Die ist allerdings super nutzlos. Die bringt überhaupt nichts. Außer ich mache das GUI kleiner. Aber ich will das GUI ehrlich gesagt gar nicht kleiner machen, weil ich da ehrlich gesagt gar nicht mit zurechtkomme. Da kann ich nicht mehr spielen. Das ist alles so fein hier irgendwo hinklicken. Nee, dann... Da kriege ich Hautausschlag von, ganz ehrlich. So, mal kurz gucken, wie viel hat er denn schon? Jetzt bin ich schon erschrocken. 99, habe ich mir gedacht, hey, ich habe doch gar nicht 99 eingegeben. 33 braucht er, okay. Na gut, das kann er ja machen. Dann haben wir eigentlich soweit alles. Genau, die Solarzellen brauche ich noch, aber ich gehe jetzt erstmal rüber und baue das Ganze auf. Da brauche ich Sandstone, weil wir haben ja drüben Sandstone verlegt. Sand. Dann machen wir einmal eine Runde Redstone, Sandstone und dann brauchen wir die Chisel, die Chis-Chis. Chisel und... Welche waren es nochmal? Die hier, ne? Sandstone, Mosaik. Mosaik oder Mosadu. Und dann gehen wir rüber in die Farmwelt. Ich muss da immer gucken. Hallöchen, Farmwelt. Und ja, die Recycler werden wir dann mit Solarzellen betreiben, da die nämlich enorm viel Strom verbrauchen. So, Magnet haben wir schon an, das ist gut.